Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Part in Shrouded. Okay, ich kann es einfach nicht, aber noch weniger kann ich diesen Schmarrn da. Ihr wisst schon, was ich meine. Egal, auf jeden Fall ist mir mal wieder was passiert. Das zeige ich euch aber jetzt, wenn wir ins Spiel gestartet sind. In dem Sinne, Leute, let's go! Ja, ihr fragt euch ja jetzt bestimmt, wo zum Teufel ist sie denn da? Vielleicht könnt ihr es erkennen, ich bin hier. So, und ja, ihr denkt euch jetzt, irgendwie haben wir das noch in keinem Video gesehen. Ja, Leute, wisst ihr warum? Weil ich mal wieder so doof war und nicht richtig aufnehmen konnte. Denn das war eigentlich der Part, der heute hätte kommen sollen. So, ich am Schneiden und stell fest, ach Mann, jetzt hat es natürlich wieder mal den Ton nicht aufgenommen, weil sich es irgendwie immer mal wieder umstellt, warum auch immer. Wurscht. Ich blende euch jetzt ein paar Ausschnitte ein, dass ihr seht, dass ich das hier auch gemeistert habe. Ich bin also hier den Weg lang gedüst und habe mich hier dumm und dämlich gesucht nach dem Weg, wo ich hinlaufen muss. Nachdem ich da ungefähr 20 Minuten rumgegeistert bin, habe ich es dann endlich auch gefunden, bin oben angekommen und habe tatsächlich dann auch den VUCA-Gladiator besiegt. Der ist mir ja leider nicht friedlich gesinnt, im Gegensatz zu seinen Gefährten. Und ja, dann habe ich natürlich die Handtrommel gefunden. Und genau, das war das, was ich so erlebt habe. Ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, dass ich den Weg nicht gefunden habe. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Und so hattet ihr wenigstens einen kleinen Einblick. Genau, und wie ihr seht, habe ich hier auch den VUCA-Gladiator-Kopf im Inventar. Ich habe dann auch das Nistmaterial abgebaut und das Schwarzmoor-Kernholz. Was ist das? Ach, das ist die Handtrommel, genau, die habe ich auch. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt heimdüsen, damit wir die Handtrommel mal abgeben können und dann mal schauen, ob wir vielleicht irgendeine neue Quest bekommen. Und natürlich hat die Bardin auch eine Quest für uns. Wir sprechen sie mal an. Und sie sagt, wir könnten mehr Musik spielen, wenn du ein paar Notenblätter finden würdest. Vielleicht hast du ja Glück und findest welche, wenn du die Städte und Tavernen erkundest. Okay. Ist überhaupt kein Thema. Ach, dafür brauche ich Reptilienleder für den mittelgroßen Rucksack. Okay, interessant. Und ich kann auch die Handtrommel herstellen. Die habe ich doch aber in meinem Inventar. Ups, I clammed that last note. Kann ich die nicht auch jetzt spielen? Hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an und hat ein bisschen mehr Beat als die Harfe. Ach Leute, wisst ihr, was ich unbedingt tun muss? Meine ganzen Gruselkisten hier ausleeren. Beziehungsweise ordnen. Aber jetzt tun wir mal reparieren. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal kurz an, was hier so noch auf uns wartet. Also wie gesagt, ich denke, dass das hier und das hier drei Wurzeln sind. Wir haben jetzt hier ewig durchdringend. Ich denke, das ist was Wichtiges, was wir machen müssen. Das heißt, ich glaube, dass ich zuerst mal wieder zur Schwarzmoorwarte reisen würde und dann da runterdüse. Und ich muss einmal in diese Richtung, aber zuvor natürlich Essen und Trinken nicht vergessen. Und einmal runtergedüst. Jetzt wird es dann aber auch langsam mal Zeit, dass ich den anderen Gleiter freischalte, also den noch besseren. Damit wir einfach auch ein bisschen chilliger mal und länger fliegen können. Oh, was haben wir denn hier für ein Bäumchen? Total durchlöchert. Da fliegen wir jetzt mal hin, weil mich tatsächlich interessiert, was das so ist. Oh nein, ich wollte eigentlich reinfliegen. Kann ich das? Oh, ja, kann ich. Wo bin ich denn jetzt hier? Wisst ihr was? Das hier ist ein total geiler Spot für ein Haus. Den könnte man hier richtig cool zubauen, glaube ich. Aber ich denke mal, sonst ist hier weiter auch nichts. Ich weiß nicht, ob ich da komplett hochlaufen kann. Wir machen es jetzt einfach mal.
Denn ich muss sowieso in diese Richtung, glaube ich. Okay. Oh, was ist denn hier? Ein Grab. Könnte das von Interesse sein für uns? Ja, kannst du vielleicht... Oh, ja, tut es. Hier ist nämlich eine Kiste. Öffne die mal. Und wir haben ätzende Dolche. Cool, das hört sich so an, als würden sie Giftschaden machen. Beziehungsweise halt, ja, gibt es Ätzschaden? Wahrscheinlich nicht, ne? Super, dann haben wir das auch. Dann müssen wir irgendwie darunter. Vielleicht hier so hin. Ja, Standort oben. Und hier ist es nicht so hässlich groß wie in dieser VUCA-Stadt, wo man die Trommel herbekommt. Ja, was ist denn hier alles Feines? Musst du mir hinterherlaufen? Okay, hier ist nix. Dann hätte ich jetzt gesagt, geh mal gleich rauf. Versunkene Stadt der Erbauer. Ach so, das ist wieder hier, nur eben hier. Also quasi auf der anderen Seite. Was haben wir denn hier Feines? Hier ist eigentlich einfach nur was zum Durchsuchen. Aber irgendwie habe ich jetzt nichts gekriegt. Oder ist es ein Buggy? Und sonst... Ah, da kann man rauf. 10 Meter. Das heißt, ich müsste ja bald da sein. Was haben wir denn hier? Ihr zwei. Müssen wir noch weiter hoch. Diese Häuser sind so witzig. Ich muss aber hier lang. Durch die Höhle einmal. Oder in die Höhle. Und hier ist eine Kiste. Was gibt's denn da? Den Trank der Brut. Und Standort oben hier. Einmal rauf, bitte. Einsiedlerlager. Der liegt hier auch doof rum. Die Sternenbotschaft. Sie wurde von den Erbauern geschrieben. Ihr seltsamer und melodischer Ruf durchdringt die ohrenbetäubende Leere und bringt diejenigen hervor, die würdig und gerecht sind. Ich kann die Worte nicht lesen, ich sehe nur ein verschwommenes Bild. Die Botschaft ist nicht für mich bestimmt, fürchte ich. Ich versuche, sie zu studieren, sie zu verstehen. Aber je mehr ich lerne, desto mehr entdecke ich, wie unwissend ich bin. Ich kann die versunkene Stadt von hier aus beobachten, aber nicht ganz in Ruhe. Neulich hat jemand meine Forschungen mit einem nervenden Pfeifen gestört. Zuerst dachte ich, es sei ein Plünderer, aber zum Glück habe ich mich geirrt. Vielleicht wird sie die Bedeutung der Sternenbotschaft erfahren. An alle, die dem Ruf gefolgt sind, nehmt meine Pfeile und lasst euch von ihnen leiten. Hier sind sie, die Pfeile. Ewiger Frostpfeil. Was hat es denn damit auf sich? Ein Pfeil, der von der Ewigkeit berührt wurde, er fühlt sich eiskalt an. Ewiger Pfeil, ewige Pfeile verbrauchen sich nicht. Rüste den ewigen Pfeil aus und nutze Mana, um ihn mit einem Bogen abzuschießen. Das ist ja nice, aber der macht ja nur 4 Schaden. Der macht nur 4 Schaden. Witzig. Ha, und da verschwindet das Zeug und plopp, ist es wieder da. Cool. Ja, Leute, sind wir dann hier jetzt auch schon wieder durch, weil ich habe ja jetzt hier bis auf die ganzen Miasma-Wurzeln sonst kein anderes Fragezeichen mehr da. Naja, wir können ja einfach nochmal ein bisschen rumlaufen und einfach hier uns nochmal umschauen, wobei ich jetzt denke, dass hier nichts mehr sein wird. Hier ist auch kein Monster drin, was wir irgendwie erledigen könnten. Das heißt, wir folgen jetzt einfach nochmal dem Weg. Beziehungsweise ich könnte ja die Wurzel hier mal anpingen. Und dann einfach so in die Richtung laufen, wobei es schon sehr weit ist. Und hier ist nämlich wieder so eins. Wisst ihr jetzt zufällig schon, was das ist hier? Dieses lila Fliegeding? Naja, wir gehen zurück auf den Weg und folgen dem. Und hier ist auch wieder so eine fette Wurzel. Waren wir in der nicht gerade drin? Nö, waren wir nicht. Das war eine andere.
Na gut, okay. Was haben wir denn da vorne? Da sieht's aus wie ein Eingang. Oh, was kommt hier? Okay, jetzt schauen wir mal, wie der Frostpfeil so ist. Oh, ich muss höher. Ich treffe die Alte nicht. Jetzt hat. Naja, ist jetzt nicht das Beste, aber dafür, dass es unendliche Pfeile sind, eigentlich auch nicht so verkehrt. Was bist du? Eine Spinne oder so, ne? Hier tut mir nichts. Hier ist eine Kiste. Inferno-Zauberstab. Ist hier sonst irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht. Nö. Okay, dann haben wir ja schon wieder eine Höhle mehr gefunden. Beziehungsweise eine Kiste mehr. Und dann müssen wir... Ja, so in die Richtung. Dann, genau, dann holen wir uns die Wurzeln. Dann haben wir nämlich auch wieder ein paar Punkte, die wir verteilen können. Und dann schauen wir mal, wohin wir sie verteilen. Oh, was ist das? Waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Was macht ihr da? Die Schweine, die das arme Reh da jagen. Mal gucken, ob ich überhaupt reinkomme. Nein. Okay, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass hier auf jeden Fall irgendwann noch was reinkommt. Aber gut, dann müssen wir halt auch wieder hier außen rum gehen. Hilft ja alles nix. Wow, das ist auch ein Megabaum hier. Aber er ist nicht unser Ziel. Ja, hallo, ihr Grunzerlis. Ihr zwei Grunzerlis. Was ist hier? Nix. Da waren wir schon. Wir müssen irgendwie da rauf, glaube ich. Beziehungsweise dahinter, weil da ist ja Miasma. Da oben macht es, glaube ich, keinen Sinn, oder? Ja, das wird schon stimmen da hinten. Einfach mal hier runter. Hier ist nämlich auch noch so eine Höhle. Ah, es ist schon wieder so dunkel. Man sieht nichts. Aber ich habe doch dieses Irrlicht. Ach, doch, hier ist es. Ich dachte, ich hätte es daheim vergessen. Machen wir es mal an. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen was. Ist auch voll schön hier. Schau mal, was uns erwartet, ob die Wurzel alleine da steht oder mit tausenden Gegnern. Hier ist ein kleiner Spalt. Da unten steht auf jeden Fall schon jemand. Und da hinten auch. Hm, magst du nicht? Dann nehmen wir halt dich zuerst. Wo bist denn du jetzt? Hä? Ach, da. Ach, kein Mana mehr. Menschenskinder. Also, Dolche machen schon Spaß zu kämpfen. Wenn sie doch ein bisschen mehr Schaden machen würden. Was ist denn jetzt, wenn wir hier lang gehen? Ich glaube, ich konnte halt aber auch nach links gehen. Da kommt man wieder raus. Und wo geht's jetzt hier lang? Und da geht's auch wieder zwei Wege. Mein Gott. Ich glaube, ich düse aber erstmal hier hin. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Wo ist sie denn, unser Würzelchen? Hier geht es auch noch weiter. Also, ich hoffe, ich finde dann da wieder raus. Wurzel, where are you? Ich entferne mich irgendwie immer weiter, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Oh, 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 oh. Boah, Leute, war das wieder arschknapp, ey. Ja,
Du, Pläne habe ich keine. Ich meine, man kann hier runter. Das geht schon. Aber. Ach Mensch, Leute. Habt es dann, ja? Wo ist euer blödes Nest? Tja, das hat mir jetzt, glaube ich, auch nicht weitergeholfen. Blöde Sache. Wo ist die Wurzel? Ich meine, ich renne ja jetzt, glaube ich, gerade drauf zu, aber. Aha, da hinten ist sie und da ist wieder dieser blöde Lappen. Okay, komm mal her. Ja, du brauchst gar nicht hier meinen, mir irgendwas drauf zu hauen. Für sowas habe ich nämlich keine Zeit, weil hier nämlich auch der wieder ist. Der muss natürlich die Wurzel wieder beschützen. Wartet mal, was haben wir denn hier noch? Scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Oh fuck, und er hat mich auch gesehen. Blöd. Aber. Machen wir sie ganz schnell weg, in der Hoffnung, dass keiner kommt. Yeah. Haben wir gehasselt. Gut, dann haben wir wenigstens jetzt hier kein Miasma mehr. Und vielleicht können wir ja den Typi trotzdem noch machen. Dafür müsste ich vielleicht auch noch mal essen und trinken. Gut. Komm her, du Hayopai. Ich treffe ihn mal wieder nicht. Ach man, dieses blöde Miasma, was man dafür braucht. Ach, da nehme ich, glaube ich, doch mein Schwert. Komm her. Hast du denn so gedacht, du Kacker? Mann, du Nervensack, aua. Erstmal muss der weg. So, sind wir jetzt mit ihm wieder alleine? Komm. Gut. Erledigt. Und was hat er? Ein edles Schwert. Das ist irgendwie neu. Das kenne ich, glaube ich, noch nicht. Wo ist es denn hier? Sieht aber schön aus. Cool. Oh, und macht irgendwas mit der Gesundheitsregeneration. Das müssen wir uns genauer anschauen. Düsen wir mal nach Hause. Jetzt haben wir ja die eine Wurzel schon. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, müsste es jetzt auch schon wieder dunkel sein. Hier ist unser Dahuam. Die Badin hat wieder etwas für uns. Hey, ja? Die schönen Dinge des Lebens. Nenn mich nicht eitel, aber ich vermisse die Mode der alten Welt, die leuchtenden Farben, die luxuriösen Stoffe, die schönen Reichen, die sie tragen und ihre noch schöneren Reichtümer. Vielleicht findest du da draußen noch ein paar Kleidungsstücke. Es würde nicht schaden zu suchen. Danke für die Info, Frau Badin. Ja, da muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich meine ganzen. Wie heißen sie? Runen hingeschmissen habe. In dem ganzen. Tohuwabohu hier und die Waffen müsste ich eigentlich auch mal aussortieren. Okay, ich glaube, ich habe alle beieinander, die ich normalerweise so habe. Dann schauen wir doch mal das edle Schwert, wie weit wir es bringen. Ah, wir haben es fertig und es macht jetzt 40 Schaden und es
erhöht die Gesundheitsregeneration um 1. Das finde ich natürlich richtig cool irgendwie. Das finde ich geil und es sieht auch noch richtig cool aus. Jawohl. Sehr schön. Hat uns doch die Reise wieder was gebracht. Jetzt ist die Frage, Leute, was wir machen. Gehen wir noch zu der Wurzel? Ich hätte jetzt gesagt schon, oder? Setzen wir sie uns als Wegpunkt und düsen zur Schwarzmoorwarte. Wobei, jetzt ist es wieder dunkel und ich habe total vergessen zu pennen. Oh, wisst ihr was? Ganz plötzlich ist es hell geworden. Was für ein Vorteil für uns. Ach fuck, ich wollte eigentlich... Ja gut, anderswo runterspringen. Hier ist auch ein VUCA-Häuschen. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Ich glaube schon, weil hier sind nämlich auch die Sprungdinger. Apropos, wir fliegen mal ganz kurz zu einem runter, weil jemand von euch geschrieben hat, ich soll die doch mal abbauen. Ja, wenn da nicht sowas passieren würde. Jetzt gucken wir mal. Kann ich die irgendwie abbauen? Kann ich mich da drauf stellen? Aber da kommt doch gar nichts. Vielleicht mit der Axt? Nee. Leute, da passiert nichts, wenn ich sie abbaue. Ich krieg nur Erde raus. Vielleicht täusche ich mich und ich hätte eine andere irgendwie nehmen sollen. Das kann ja gut sein. Naja, okay. Also, dann wieder zurück zum Miasma. Essen und Trinken habe ich eigentlich noch. Ich schätze, wir müssen da rein. Juhu. Und ich hoffe, dass da jetzt nicht wieder so ein Hiopai ist. Oh, was ist denn das hier für ein Schweinchen? Das kenne ich ja auch noch nicht. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt blocken können. Wollte ich aber nicht. Kurz raus aus dem Kreis. Na, was hast du für uns? Miasmasack und Knochen. Okay. Einmal reparieren. Also, uns halten. Wo ist der Weg? Vermutlich dort. Ich sehe nichts. Habe ich kein Irrlicht mehr, gell? Schade. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Darunter? Aber da ist doch gar nichts mehr. Oder? Geht's hier lang? Ah ja, hier. Okay. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Stranger Things. Da waren doch auch diese ganzen Partikel. Hä, wo ist diese blöde Höhle? Von denen. Ah, Wayne. Hier ist die Wurzel. Mehr will ich gar nicht. Und kein Gegner da? Kommt ihr hier rüber? Mein Gott, was für ein Tumult. Ah, da hinten ist auf jeden Fall eins. Na komm, mach mal die zwei noch kaputt. Ist das die Wurzel, die diese Geräusche macht? Oh, hi. Naja, wir machen sie natürlich weg. Yay, und wir haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Sehr schön. Haben wir die auch? Wir können ja mal ganz kurz hier hindüsen und uns ganz in Ruhe mal die Fähigkeiten anschauen. Ist da irgendwas dazugekommen? Die beiden, kann das sein? Alle zwei Stufen der Flamme gewähren einen Konditionspunkt. Wie viel habe ich eigentlich? 9 Stück? Oh Leute, da haben wir gut was zum Ausgeben. Bienenstich, gut, das brauche ich echt nicht. Multischuss auch nicht. Ich glaube, ich würde gern da hochgehen, weil hier das da,
Erhöht Standardausdauer Regeneration um 50%, ist doch auch nicht schlecht. Aber dafür muss ich halt hier lang und. Naja, gut. Und jetzt habe ich dafür nicht mehr genug Punkte, war ja klar. Naja, macht nichts. Wir kriegen auf jeden Fall wieder Punkte. Jetzt düsen wir doch mal ganz schnell zu dem. Ach, wie heißt's? Baumwüffel-Wuka-Siedlung. Weil, dann schauen wir mal, ob ich nicht vielleicht die Wurzel da auch noch mache. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich da am besten langdüse. Weil die ja eigentlich hier hinten ist. Warte, geh mal da runter, dann gehen wir hier so durch, wenn es geht. Jawohl. Oh Mann, es ist auch ein geiler Spot. Wieso habe ich die Fackel in der Hand? Ach, hallo Blümchen, Standort unten. Das ist interessant. Dann weiß ich, wo ich lang muss, und zwar da hinten und dann da runter. Oder gibt es einen anderen Weg dort rein? Nee, ich glaube nicht. Was ist denn das hier für ein komisches. Ach, das ist einfach nur eine Spiegelung, oder? So, dann schätze ich mal, dass wir hier so lang müssen. Höhlenpassage. Where? Dort. Direkt auf der Weg gelandet. Nee, geh mir aus dem Weg, du. Ich will zur Wurzel, einfach nur zur Wurzel. Die ja da ist, ganz einfach. Hallo. Ja, okay, wo sind sie, die Schweinis? War es das jetzt schon wieder? Gut. Habe ich auch kein Problem damit. Und vielleicht steigen wir jetzt gleich im Level. Nein, tun wir nicht. Aber wir haben wieder drei Fähigkeitenpunkte. Ja, Schlag mit der Axt. Das heißt, ich kann das hier immer noch nicht freischalten. Ach Mist. Was bist du denn für ein kleines Köhlchen? Hallo. Oh, und schon ist er weg. Depp. Ja, cool, Leute. Dann reisen wir jetzt nach Hause, ruhen uns aus von unseren Taten und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Einen schönen Abend euch und bis dann.